Hallöchen, willkommen zurück. Heute möchte ich euch eine interessante Story erzählen, die ich erlebt habe. Und zwar war ich morgens auf dem Weg zur Arbeit und fuhr mit dem Auto und auf einmal sehe ich was auf der Straße laufen. Ich natürlich gehalten und guck, was das ist. Ganz gemütlich ließ ich durch nichts stören. Kam ein Auto, hat er sich irgendwo schnell verkrochen. Oder ist ausgewichen. Um dann kurz drauf wieder aufzutauchen. Ich bin ein Stückchen vorgefahren, nachdem er sich mal wieder wegen dem Auto verkrochen hat, und habe gewartet und dann kam er schon an. Hier hatte ich den Eindruck, er hat sich vielleicht unter das Auto versteckt, weil er kurz weg war, tauchte dann von vorne wieder auf. Hier links ist kurz vorher ein Hund reingelaufen mit seinem Besitzer. Und hier beginnt auch das Naturschutzgebiet, also bin ich davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich wieder da rein wollte. War ihm aber offenbar zu heiß, dann ist er erstmal etwas weiter und in den Garten nebendran. Und ich dachte mir, er kommt vielleicht wieder raus, kam er auch. Kam dann von vorne wieder. Dann hatte ich mir, als er hier ins Naturschutzgebiet ist, gedacht, ach, jetzt gehst du mal auch mal raus. Kannst ja einen kleinen Spaziergang machen, hast ja noch ein bisschen Zeit. Ich hatte ihn dann auch wieder gesehen.
Mein Eindruck war, dass der Fuchs das wohl öfters macht. Also der kennt die Strecke und der scheint auch vor Menschen und vor Autos jetzt nicht großartig Sorge zu haben. Die meisten werden auch stehen bleiben und werden gucken und ihn beobachten, wie ich auch. Und da merkt er, da passiert nichts. Ja, das ist das Ende der Geschichte. Vielleicht sind wir ja morgen wieder. Na, und da ich eh schon hier war, habe ich mich noch ein bisschen umgesehen. Deswegen die Musik ganz dezent, die Vögel hören, die Amsel, wie sie singt. Das Schöne eines Frühlingsmorgens. Wenn ihr mögt, genießt noch ein bisschen das Video. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch einen schönen Tag. Übrigens, kleine Vorschau, in den nächsten Videos werden wir das Brandenburger Tor, das sowjetische Ehrenmal im Tiergarten für gefallene Soldaten im Zweiten Weltkrieg, das jüdische Denkmal und den großen Tiergarten besuchen. Vielleicht seid ihr ja wieder mit dabei, ich würde mich freuen. Bis dann!